Verbrannt ist alles, ganz und gar. Hallo meine lieben Deutschlerner, ich bin Marina. Willkommen zurück bei Perfektes Deutsch. Heute gibt es eine neue Ballade und zwar eine von Heinrich Hoffmann. Heinrich Hoffmann war ein Psychiater, ein Lyriker und ein Kinderbuchautor. Er lebte vom 13. Juni 1809 bis zum 20. September 1894. Er lebte in einer Zeit, in der Kindererziehung sehr mit Abschrecken verbunden wurde. Das heißt, wenn man sein Kind damals daran hindern wollte, etwas zu tun, hat man dem Kind eine schreckliche Geschichte erzählt. Und Heinrich Hoffmann hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein komplettes Buch zu schreiben über Dinge, die Kinder abschrecken sollten, damit sie wiederum diese Dinge nicht tun und gute, brave Kinder werden. Dieses Buch ist Der Struwwelpeter. Moment, ich hab's auch da. Tada! Der Struwwelpeter ist also ein kleines Buch, in dem Fall noch aus der DDR, welches mehrere Gedichte beinhaltete und die Kinder erziehen sollte mit Hilfe von Abschreckung. Und ein Gedicht aus dem Struwwelpeter schauen wir uns jetzt mal genau an. Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Paulinchen war allein zu Haus. Die Eltern waren beide aus. Als sie nun durch das Zimmer sprang, mit leichter Mut und sing und sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen ein Feuerzeug, nett anzusehen. Ei, sprach sie, ei, wie schön und fein. Es muss ein trefflich Spielzeug sein. Ich zünde mir ein Hölzchen an, wie es oft die Mutter hat getan. Und Minz und Maunz, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Sie drohen mit den Pfoten. Der Vater hat's verboten. Miau, 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 lass stehen! Sonst brennst du lichterloh. Paulinchen hört die Katzen nicht. Das Hölzchen brennt gar hell und licht. Es flackert lustig, knistert laut, grad wie ihr's auf dem Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her. Doch Minz und Maunz, die Katzen, erheben ihre Tatzen, sie drohen mit den Pfoten, die Mutter hat's verboten. Miau, 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 wirf's weg, sonst brennst du lichterloh. Doch weh, die Flamme fasst das Kleid, die Schürze brennt, es leuchtet weit, es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kind sogar. Und Minz und Maunz, die schreien gar jämmerlich zu zweien. Herbei, herbei, wer hilft geschwind? In Feuer steht das ganze Kind. Miau, 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 zu Hilf! Das Kind brennt lichterloh. Verbrannt ist alles, ganz und gar. Das arme Kind mit Haut und Haar. Ein Häuflein Asche bleibt allein und beide Schuh, so hübsch und fein. Und Minz und Maunz, die Kleinen, die sitzen da und weinen. Miau. Ja.
Miau, Mio. Wo sind die armen Eltern? Wo? Und ihre Tränen fließen wie Bächlein auf den Wiesen. So hat die Pädagogik damals funktioniert, mit dieser Form der Abschreckung. Nimm niemals ein Feuerzeug oder Streichhölzer in die Hand, ohne dass Mama und Papa da sind. Du könntest dabei tödlich enden. Das war's mit dem heutigen Video. Mein heutiger lieber Gruß geht an Dewey Navarre. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dann. Tschüss.